Pilz und Salty direkt am Anfang. Okay, okay, okay. Okay. Soll ich irgendwas predikten? Ich habe mittlerweile aufgehört zu predikten, um ehrlich zu sein. Könnte sein, dass einer von den beiden... Also es könnte sein, dass er wieder Terra macht. Wenn er Terra Pflanze macht, wäre gut für mich. Ja, wäre gut für mich. Der wird vielleicht jetzt Body-Dings machen. Selbst wenn er... Selbst wenn er Terra Pflanze macht, soll er machen. Anfangen zu belieben, genau. Wir müssen mehr belieben. Der muss Minute 1 da sein, sonst cringe. Ich habe mir gerade beim Essen mein Video von heute angeguckt. Oh, was macht der Pflanze? Geist! Okay, dann spielt man ja normalerweise mit Geist, nur ich spiele mit der Pflanze. Ich habe mir gerade beim Essen mein Video von heute angeguckt. Ich muss ja sagen, schon ganz schön krass, ne, wie Rotom und Hypo das doch gedreht haben. So, der ist schon mal weg. Keine Pilzspore, das ist gut. Wenn er Pökelsalz macht, wechsle ich einfach aus. Ich mach das schon, kein Problem. Unser großes Abenteuer beginnt! Geil wäre jetzt natürlich auf Knirschen zu sehen. Aber da ich schneller bin, werde ich einfach mal Feuer schlagen. Also Geist habe ich jetzt gar nicht. Wenn du mich fragst, macht das keinen Sinn. Aber mich fragt ja nie jemand. Wenn du mich fragst, macht das keinen Sinn. Was bringt der jetzt rein? Aha. Gut. Gut. Wenn er Erdbeben macht. Ey, bitte lass mich schneller sein. Bitte, 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 bitte lass mich schneller sein. Lass mich einfach schneller sein. Lass mich einfach schneller sein. Dann bin ich zufrieden. Höke, Salz auf Rotom wechsle ich aus. Gar kein Problem. Bitte lass mich schneller sein. Bitte lass mich schneller sein. Okay, 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 okay. Bitte nicht zurückschrecken. Bitte nicht zurückschrecken. Bitte nicht zurückschrecken. Bitte. Oh Mann, es fängt schon wieder scheiße an, Mann. Das kann nicht sein. Wie kann das sein? Ich habe gestern so auf Steinhagel gedrückt. Die sind nie zurückgeschreckt. Ich schreck direkt beim ersten Mal zurück. Beim allerersten Mal. Schreck direkt zurück. Mann, ey. Das kann doch alles nicht wahr sein, wirklich. Ich krieg hier noch einen Nervenzusammenbruch, ich sag es euch. Du hast dich beliebt, Alter, ich belief hier so, das glaubst du nicht. Ich gehe mal vorsichtshalber noch mit Hydropumpe auf den drauf. Oder mit Voltwechsel, weil ich traue dem Braten nicht. Er macht bestimmt auch Pökelsalz auf Rotom. Das tut dann weh. Schutzschild. Despota mit Schutzschild. Sieht man auch nicht oft. Sieht man auch nicht oft, Leute. Minute 6 Streamende, ja. Am liebsten, ne? Am liebsten. Pökelsalzung, genau deswegen wollte ich Voltwechsel machen. Fuck, ey. Wenn er jetzt doppelt. Wenn er doppelt. Boah, das wär's, ne? Wenn er doppelt. Wenn er doppelt Schutzschild drückt und trifft. Boah, dann flipp ich aus, wirklich. Dann krieg ich die Krise. Wenn er jetzt nochmal Schutzschild drückt und das durchkriegt. Dann flipp ich hier aus.
Da flippe ich hier Real Talk aus. Er drückt nicht Schutzschild. Gott sei Dank. Ich wär ausgeflippt, wirklich. Auch ein Auf und Ab. Ist so. Ich habe mir das da eben selber angeguckt. Das war ein geiles Video. Habe ich gefühlt. Was wird er jetzt machen? Er kann nicht viel machen. Macht er Genesung? Ah ja, okay. Das ist gut. Das ist gut für mich. Bringt ihm halt gar nichts. Er müsste jetzt mal ein bisschen stallen. Er müsste Eisenabwehr drücken, aber vorher hat er schon zwei Attacken reinbekommen. Na, bin gespannt, was jetzt kommt. Dragoran. Er kann nicht mehr dingsen. Turbo-Tempel könnte nur auf Dingsbums kommen. Und ich bin schneller. Also selbst wenn er Turbo-Tempo drückt, ist er nächste Runde nicht tot. Ich mach mal so. Vielleicht macht er auch Schutzschild. Das wäre auch gut für mich. Wahrscheinlich macht er einfach nur... er macht wahrscheinlich einfach nur Drachenklaue oder so ein Scheiß. Ich habe ja auch mal Glück, ein bisschen zurückschrecken. Nein, natürlich nicht. Alter, sieht das viel ab. Er macht nochmal Genesung. Und ich hatte wieder kein Glück, ne? Er hat eben direkt zurückgeschreckt. Ich? Nein. Und jetzt habe ich ein Problem. Weil Friedhof ist jetzt langsamer. Ey, bitte. Bitte schreck zurück. Das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch echt nicht wahr sein. Da muss jetzt mal irgendwas zurückschrecken. Das gibt's nicht, Mann. 30%. Aha. Wenigstens ein. Von 4 Möglichkeiten einmal 30% getroffen. Ich bin auch echt der glücklichste Typ hier. Klingt auch sehr glücklich. Ich bin einfach richtig sauer. Es ist echt krass. Weil ich jetzt ein Riesenproblem habe. Wenn ich einmal Pökelsalz abbekomme. Ich kann ihn nicht mehr auswechseln. Der hat gut Leben und mit Genesung. Wird er jetzt angreifen? Mit dem Leben wird er auf jeden Fall angreifen. Er macht keine Genesung. Da würde ich sogar auf Tiefschlag gehen. Und... eine Voltwechsel. Er wird eh Pökelsalz auf Roto machen. Was anderes kann ich mir gerade nicht vorstellen. Aber ich gehe auf eine Hydropumpe. No risk, no fun, würde ich sagen. Bei meinem Glück eh daneben. Sage ich. Ein Volltreffer, der war gut. Ach. Alter, wie fing das denn schon wieder an? Ey, diese Scheiße hier. Hilfe! Next. Jetzt werden wir sehen, ob Schlurm OP ist oder nicht. Filinara macht eh keinen Schaden mit Schallwelle und Monetiugo auch nicht. Deswegen ist auch nicht so schlimm, dass es Spezialangreifer sind. Und ich glaube auch, dass er am Anfang Kramurks mit Monetiugo spielt.
Ah, Knackhack mit Kamox. Ist auch egal. Das ist auch gut. Ich muss nur den Rückenwind. Nur den Rückenwind überleben. Scheiße, macht der Erdbeben? Nein, er macht. Macht der Erdbeben, trifft ja keinen. Trifft ja Rotom nicht. Das würde keinen Sinn machen. Kann ich mir nicht vorstellen, dass er Erdbeben macht. Und wenn, ist eh nicht tot. Er macht bestimmt irgendwie so eine Schutzschild-Scheiße oder Schwerttanz. Steinhagel. Steinhagel könnte auch sein, stimmt. Er macht keinen Rückenwind. Bitte, 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 bitte. Bitte triff, bitte triff, bitte triff. Bitte nicht zurückgeschreckt sein. Bitte einmal, ein einziges. Mann, immer ist er zurückgeschreckt. Immer. Wieso bist du immer zurückgeschreckt? Verdammte Scheiße. Schö Despoter. Was macht er? Er macht Rückenwind Erdbeben. Er macht nicht Rückenwind. Ist er dumm? Wieso drückt er nicht Rückenwind? Wofür hat er das scheiß Kramurks? Wofür hat er das Kramurks? Wieso drückt er nicht Rückenwind? Verstehe ich nicht. Und er natürlich nicht zurückgeschreckt. Aber wetten Despoter wieder? Oh. Es ist nicht zurückgeschreckt. Und macht einen Volltreffer. Das ist actually not smart. Ja, irgendwie nicht so ganz, ne? Also bislang blicke ich seine Taktik noch nicht so ganz. Bislang check ich die Taktik noch nicht so ganz. Aber jetzt kommt die Schlurm-Taktik. Passt auf. Despoter auswechseln. Erdbeben, Diktri, Schlurm. Kein Schaden. Ja. Golden Go. Was will er machen? Erdbeben wird dich wrecken. Ich gehe sogar auf Dingsbums. Die Taktik kommt. Ich gehe sogar auf Terra auf Erdbeben. Übersehe ich irgendwas? Können die Mogelhieb? Nein, die können kein Mogelhieb. Die können kein Mogelhieb. Das wüsste ich. Die kann Ruckzuckhieb. Der kann Delegator, Schutzschild, egal. Ja. 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 Das ist es doch. Da kommt der dritte Torwart ins Spiel. Rangmeister Schlurm. Guckt euch den blauen Aal an. Guckt ihn euch an. Ist halt eigentlich voll dumm, dass ich Schlurm gegen zwei Spezialangreifer reinbringe. Aber ich will euch einfach zeigen. Bodenschmaus. Lecker. Der Bodenschmaus. Der war so lecker. Das ist sehr effektiv gegen Golden Go. Und Volltreffer gegen Felinara. Hau rein.